Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Langbach. Ich bin der Inhaber und Gründer von Deutschlands größtem Trainings- und Informationsportal für Immobilienmakler. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem 38. Blogbeitrag mit dem Titel Drei Wege, wie das Jahresende zur produktivsten Zeit wird. Und da möchte ich jetzt den Blick eigentlich schon in das nächste Jahr legen, weil wir haben jetzt noch gute 2 Wochen Zeit, um Geschäfte zu machen. Sie haben vielleicht Kaufangebote, die Sie bekommen haben, noch abwickeln, hier und da auch nochmals eine Reservierung zu erhalten, die abzuwickeln, zum Notar zu gehen und auch nochmal eine Rechnung schreiben zu können. Allerdings ist die Frage, was passiert ab dem 1. Januar? Und diese Zeit, die wir jetzt schon hat oder die jetzt noch verbleibt im Jahr 2017, ist eben auch eine perfekte Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen, um 2018 auch wieder sehr gut beginnen zu lassen und zu wissen, wenn eben der 1. Januar beginnt, 2., 3., 4., 5., wenn ich wieder ins Büro gehe, wenn ich wieder aktiv bin, nicht erstmal so eine langsame Kurve zu haben, die dann beginnt, sondern jetzt schon alles dafür zu tun, um dann auch Geschäfte zu haben. Und was man da machen kann, genau das ist jetzt mein Thema für heute, für diesen Blogbeitrag. Erster Weg, um das umzusetzen, wäre Termine für das Folgejahr zu vereinbaren. Es ist jetzt eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, schon 3 Wochen vorauszuschauen, weil in 3 Wochen ist schon eben das Neujahr. Und gerade dann, wenn man jetzt mit Kunden telefoniert und die sagen, naja, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt, nächste Woche wird es auch nicht mehr klappen, dann kommt schon wieder der Blickwinkel, ja, dann ist ja Weihnachten, Weihnachtsfeiertage, wird nicht klappen. Dann ist genau der Zeitpunkt da, um zu sagen, gar kein Thema, absolut nachvollziehbar. Lassen Sie uns doch einen Termin vereinbaren für nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Nehmen Sie etwas Druck raus aus der jetzigen Situation und Sie können den Terminkalender jetzt schon füllen, eben für die 1. oder für die 2. Woche im neuen Jahr. Und das ist wunderschön, wenn man einfach weiß dann mit Beginn des neuen Jahres, dass man schon 2, 3, 4, 5 und vielleicht sogar mal ein paar mehr Termine schon gelegt hat. Und wie kann man das machen? Weil Sie haben ja in dem Jahr schon sehr vieles getan und sehr viele Dinge sind passiert und doch hat man vielleicht noch nicht alle Kunden eben zum Abschluss gebracht. Gerade wenn man sagt, Makleraufträge abzuschließen. Also wäre jetzt mein Tipp an Sie, einfach auch die Kunden anzurufen, bei denen Sie schon in diesem Jahr mal auch vor Ort waren, wo Sie die Immobilie besichtigt haben, wo vielleicht ein Privatverkäufer da war, der Sie eingeladen hatte, aber es nicht zum nächsten Schritt kam. Und schauen Sie eben, ob diese Kundenkontakte, ob diese Verkäufer, ob die noch aktiv sind, fragen nach, ob die Immobilie verkauft worden ist. Vielleicht haben Sie das Angebot auch abgestellt, haben noch nicht verkauft, aber sie haben noch die Kontaktdaten und fragen ganz einfach, wie der Stand ist, ob die Immobilie schon veräußert worden ist oder nicht, um dann zu schauen, ob sie einen Termin vereinbaren können. Auch gerne nächstes Jahr, wo ich gerne nochmal zu Ihnen vor Ort komme oder Sie einlade zu mir ins Büro, wo wir alles das, was wir besprochen hatten, dann eben nochmals neu durchgehen. Und dieser Zeitpunkt, den gibt es eben jetzt genau einmal im Jahr, das ist Mitte Dezember bis eben 31. Diese 2 Wochen, wo doch sehr viele immer wieder in dieser Endphase sind und sagen, okay, ich gehe vom 4. Gang in den 3., 2. zurück. Und Sie könnten eben sagen, ich gehe vom 4., 5. Gang, wo ich jetzt noch bin, in den 6., 7. und werde jetzt einfach nochmal schauen, dass ich neue Termine vereinbaren kann. Das Gleiche gilt auch für die Kunden natürlich, wo Sie vielleicht sogar kurz vorm Abschluss waren, wo Sie sagen, die habe ich ein oder vielleicht sogar zweimal schon gesehen. Vielleicht haben Sie sich auch für einen anderen Makler entschieden, die Kunden damals. Der Makler hat aber nicht verkauft und wieder haben Sie eine Option, wenn Sie jetzt telefonieren, nachhaken, den Blickwinkel auf das neue Jahr zu legen und zu sagen, wenn es dieses Jahr nicht mehr klappt, gerne können wir doch für nächstes Jahr einen Termin vereinbaren. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach jetzt nochmal wirklich die Follow-ups zu machen, einen Kontakt 3, 5, 10, 20, 30 Kunden nochmal anzutelefonieren, um zu schauen, wo sie stehen. Das Gleiche gilt natürlich auch, jetzt aktiv zu sein, wenn es um die Telefonakquise geht, wenn man diese Option wahren möchte, um auch hier einfach die Kunden nochmals eben anzustoßen für ein Kennenlernen, Makler zu Privatverkäufer. Und wenn der Kunde sagt, jetzt eben, ja, ist bei uns schlecht von der Zeit her, legen Sie einfach den Blickwinkel und sagen, lass uns doch im neuen Jahr angehen, können wir doch einen Termin vereinbaren und dann schaue ich mir im nächsten Jahr Ihre Immobilie an. Es ist psychologisch eben der Druck raus, aus jetzt einen Termin zu vereinbaren, sondern ja, nächstes Jahr können wir das gerne machen und lassen Sie es eben in der 2. Woche vom Januar sein. Auch wunderbar, kommt schneller als man wieder denkt. In knapp 4 Wochen steht der Termin vor der Haustür. Und ich habe das hier jetzt mal abgetragen. 1. Januar, 2. Januar, 3., 4., 5., 6. ist eben eine wunderschöne Arbeitswoche. Wenn man sagt, da habe ich jetzt
keinen Urlaub gelegt, ganz im Gegenteil. Ich habe den Fokus darauf, schon hier mit Terminen zu beginnen. Das neue Jahr beginnt am zweiten, dritten, vierten Tag. Höchste Motivation, der Kunde ist frisch, auch noch unter guten Stimmung, weil neues Jahr ist. Und gerade dann, wenn man diese Termine dann da hereingelegt hat, ist es wunderschön, wenn man weiß, hier ist schon Business. Das wäre also erstmal grundsätzlich ein Tipp, eben die Zeit jetzt zu nutzen. Und somit kommen wir jetzt eben zum zweiten Weg, nämlich welche Zeit ist das? Und es wäre eben vor Weihnachten jetzt noch, beziehungsweise nach den Weihnachtsfeiertagen. Wie viele Tage sind es, wo man jetzt wirklich nochmal die letzten Reserven aus der Batterie herausholt, um zu sagen, da will ich jetzt nochmal aktiv sein. Und ich habe das hier Ihnen mal dargestellt, wie viele Tage man noch arbeiten kann, obwohl bei vielen schon der Kopf ist für das Geschäft läuft aus. Wir haben den 18., 19., 20., 21., 22. und den 23. Dezember. Am 24. Sonntag ist dann eben Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage, 25. und 26. Und wenn Sie am 21., 22., am Mittwoch oder am Donnerstag, kurz vor Weihnachten, eben auch bei Kunden anrufen, kommt genau auch wieder die Übersetzung, ach, hier ruft mich noch ein Makler an, Makler, der noch aktiv ist, der arbeitet. Und noch spannender wird es dann nach den Weihnachtsfeiertagen, 27., 28. bis zum 31., wenn Sie diese 4 Tage auch nochmal nutzen, das sagen kurz vor dem neuen Jahr, auch nochmal Ihre Kundenkontakte anzurufen, dann quasi schon nochmal frohe Weihnachten zu wünschen oder eben einen guten Start ins neue Jahr. Und es ist einfach oft ein entspannteres Telefonieren, als es unterjährig ist. Also nutzen Sie diese Zeit, ich kann Sie dazu nur motivieren, wenn Sie sich da nicht eben genau den Urlaub hereingelegt haben, aber das würde ja genau den Unterschied ausmachen, weil doch ein Großteil eben im Urlaub ist, aber alle Verkäufer sind auch nicht im Urlaub, hat man hier wirklich die Möglichkeit, Business zu generieren. Und die dritte Option, den dritten Weg, den ich an die Hand geben möchte, um auch wieder sicherzustellen, dass im nächsten Jahr es gut weitergeht, wäre jetzt nochmal die Zeit zu nutzen, in diesen Tagen persönliche Statusgespräche mit Ihren aktuellen Auftraggebern zu vereinbaren. Also da, wo Sie einen Auftrag haben, Maklerauftrag für ein Vermietungsobjekt oder eben auch für Immobilien, die Sie verkaufen. Aufträge, die schon 1 Monat, 3 Monate, 5 Monate möglicherweise durch Sie betreut werden, wo der Verkauf noch nicht geklappt hat. Da ist es ideal, entweder klar, telefonisch immer den Kunden natürlich immer zu informieren, wie ist der aktuelle Stand. Aber rufen Sie jetzt nochmal an und sagen, ich würde gerne nochmal mich mit Ihnen zusammensetzen, nochmal alles Revue passieren lassen, was bisher passiert ist. Und sich hier nochmal in der Atmosphäre kurz vor Weihnachten zwischen den Jahren einfach nochmal auszutauschen und zu sagen, vieles ist passiert, noch hat es leider nicht geklappt. Nächstes Jahr, 1. Januar 2018, werden wir nochmal alles dafür tun, nochmal über die Strategie sprechen, um zu sagen, was könnte man tun. Das Thema natürlich auch der Preisanpassung wird dann oder kann dann ein Thema sein. Und es ist einfach nochmal eine schöne Möglichkeit, einen Abschluss des Jahres hinzubekommen. Und die Kunden, die vielleicht jetzt nochmal in der Überlegung sind, wann und wie sie den Auftrag verlängern, dass sie denen nochmal zeigen, dass sie wirklich sehr aktiv sind, höchst motiviert, um dann die Immobilie letztendlich im nächsten Jahr dann zu verkaufen. Und das sind eben Möglichkeiten, die man jetzt wunderbar hat in der Endphase des alten Jahres, um das neue Jahr dann wirklich noch erfolgreicher wieder beginnen lassen zu können, wie vielleicht dieses Jahr schon war. Ja, das waren die 3 Wege, die ich Ihnen heute jetzt weiterreichen wollte, als in diesem Blogbeitrag. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute noch einen ganz erfolgreichen Tag und freue mich, Sie dann bald wiederzusehen beim nächsten Blog. Machen Sie es gut, viel Erfolg, Ihr Markus Langenbach.